Herzlich willkommen zum Podcast Hunde besser verstehen. Wir wollen hier authentisch und ehrlich unser Wissen vermitteln, damit euer Leben mit Hund wieder harmonischer wird. Heutzutage gibt es mehr Informationen über Hunde als je zuvor. Das Internet gleicht einem Dschungel an Meinungen und Philosophien und dadurch gibt es sehr viele verunsicherte Menschen. Damit ihr wieder Licht am Ende des Tunnels seht, nehmen wir euch an die Hand und begleiten euch durch diesen Dschungel. Wir räumen auf. Wir geben euch Wissen, Mindset, Strategien. Dem Hund zuliebe. Ihr Lieben, herzlich willkommen hier zu unserem Videopodcast. Heute nicht an unserem Podcast-Tisch, sondern heute bin ich mal woanders. Und ja, ich bin unterwegs beim Hausbesuch und ja, stellt euch einfach mal ganz kurz vor, wer seid ihr? Ja, wir sind Michelle und Liam, haben die gute Nala seit März diesen Jahres. Wir haben jetzt November, ja, ist noch November. Noch November, also November, ja. 8 Monate, ne? So ungefähr. Ist knapp über ein Jahr alt. Und kommt woher? Aus dem Tierschutz. Aus Rumänien. Aus Rumänien. Rumänien, okay. Mhm. Dann war sie quasi wie alt, wo sie zu? Circa 6 Monate. 7 bis 8 dann schon, glaube ich. Okay, sehr gut. Und bevor wir jetzt in die Fragen reingehen, schildert doch ganz einfach mal, was euer Problem ist, euer Alltagsproblem. Also generell, wo wir Nala bekommen haben, wussten wir, dass sie, sie haben es Angsthund genannt, also dass sie ängstlicher ist. War uns aber egal. Also wir haben gesagt, wir möchten die Aufgabe annehmen. Und seit Nala bei uns ist, hat sich das aber alles nicht verbessert. Wir haben halt nach wie vor das Problem, dass sie uns nicht an sich ranlässt. Wir kriegen die Leine nicht dran. Und ja, das sind so die Hauptprobleme. Und wir kommen halt nicht weiter. Also das heißt, sie lässt sich nicht anfassen, damit jetzt da draußen alle verstehen. Sie lebt eigentlich, ich übertreibe jetzt autark. Ja. Ihr geht nicht spazieren, sondern ihr habt jetzt nur den Gatten als Ausweichmöglichkeit. Und das ist das Problem. Ja. Ja, okay. Dann erzählt doch mal ganz kurz, warum ein Hund? Ist das euer erster Hund? Warum Tierschutzhund? Was war die Idee dahinter? Unser erster Hund. Ja. Haben aber vom Elternhaus her immer Hunde gehabt, beide. Ja. Und dann, ich glaube, er, Michelles größerer Wunsch, definitiv mal irgendwann einen Hund zu bekommen. Ich glaube, ich habe gedrängelt. So ein bisschen. Es gibt immer einen, der schultert. Ja. Ich habe immer so ein bisschen die Ausrede, haben wir dafür genug Zeit, auch ein paar Hobbys, ne? Michelle reitet, ich spiele Fußball und all so Sachen, hat man da genug Zeit für, ist man sich immer unsicher. Ja, und dann irgendwann haben wir gesagt, wir machen das. Ja, okay. Dann haben wir Nala halt gefunden oder ich habe sie per Zufall, wie es dann ja immer so ist. Immer. Per Zufall gab es dann ein Bild. Und genau, und dann habe ich Liam angesprochen, ich so, ja, ich habe mich leider aber auch schon drauf beworben. Ja, und so wie war das? Wie kann man sich das vorstellen? Im Internet gesehen? Ja, genau. Also dann jetzt ein Tierschutzverein quasi? Ich bin auf diesen Tierschutzverein halt über Instagram aufmerksam geworden. Mhm. Und dann bin ich halt mal so freitagsabends auf die Webseite und habe mal so ein bisschen durchgeguckt. Ja, und dann kam es zum Tierschutzhund. Ich wollte eigentlich nie, also ich habe nie mit dem Gedanken gespielt, sondern ich wollte immer irgendwann meinen Welpen. Und ja, aber dann habe ich mir das auch anders überlegt, wo ich mich mit meiner Bekannten unterhalten habe, die auch viele Tierschutzhunde schon hatte, die gesagt hat, mach das und die Hunde sind dir sehr dankbar. Ja. Und dann haben wir uns gewagt. Genau. Dann, wie kann ich mir das vorstellen? Ihr habt da jetzt hingeschrieben, habt euch beworben, hast du gerade gesagt. Mhm. Habt dann jetzt gewonnen oder was? Ja, also, nein. Also man hat einfach gesagt, man hätte Interesse an. Genau. Wie eine Anfrage. Eine Anfrage ist das. Dann kam auch von denen jemand hier zu uns zu Hause, nach Hause und hat geguckt, ob es halt auch passt. Cool. Ne? Ja, genau. Ob wir jetzt nicht, keine Ahnung, ist ein Angst und ob wir nicht in einer kleinen Wohnung leben oder so. Ne? Also ohne Garten wäre man mit Nala natürlich aufgeschmissen gewesen. Ne? Ohne Garten, in der Wohnung. Wäre gar nicht gegangen. Ja, ja, absolut. Ne? Gibt's bis aber, heute würde es ja nicht gehen. Gibt es aber tatsächlich. Also das gibt's. Also, das gibt es. Hätte man hier ein Katzenklo hinstellen müssen, zum Beispiel. Gibt es alles. Deswegen finde ich auch, dass man die Geschichte auch halt so ein bisschen erzählen muss. Ja. Okay, Sie haben dann gesagt, das ist ein Angsthund? Dass sie ängstlicher Menschen gegenüber ist. Schüchtern. Ja. Ne? Genau. Ja, okay. Auf den Videos haben wir von Anfang an aber gesehen, dass sie schon Interesse hat. Also genau die Neugier, die sie halt jetzt auch noch zeigt. Mhm. Und das hat uns so ein bisschen die Hemmung genommen. Und haben gesagt, gut, sie will aber sie muss vielleicht über ihren Schatten springen. Ja. Okay, so dann kamen sie. Wie eigentlich? Mit dem Trapo. Genau, mit dem Trapo. Und dann haben wir sie in Bochum abgeholt. War sie in der Box? Ja. Genau. Also sie war da in
Da sind ja so Eingebaute und dann haben die die da irgendwie in die Box bekommen, so mit einer Pappe, ne, weil die da ja auch Schiss hatte. Ja, ja, klar. Ja, und dann den Kofferraum getragen, wir sind hier rückwärts in die Garage rein und dann haben wir sie reingetragen in der Box, ne? Reingetragen und die innen halt. Ich wollte es gerade sagen, also mit der Box hier rein, ja, genau. Dann aufgemacht und dann herzlich willkommen in deiner Welt. Herzlich willkommen, erstmal hast du sie verpisst. Ja, ja, klar. Okay, dann Box weg, sie da, wie ging es dann weiter? Ja, man hat schnell gemerkt, ja, sie hat wirklich, wirklich Schiss. Ne? Mhm. Und am Anfang hatten wir noch super viel Geduld. Also dann habe ich angefangen, also sie hat ja gar nicht aus den Händen gefressen, das war schon, ging nicht. Und dann habe ich meine Hände mit Leberwurst eingerieben. Wir haben uns auf den Boden gelegt, ganz flach, dass sie erstmal so den Kontakt gesucht hat. Und das hat Tage gedauert, bis sie das genommen hat. Und dann ging es in. Die ersten Tage haben wir halt im Napffutter gegeben. Ja, ja, klar, das auch noch zusätzlich. Überhaupt, ne, ja, ja. Aber was hat sie gemacht? Sich versteckt irgendwo in den Ecken oder wie? Ja. Also es ging gar nichts. Also aufstehen, komplett hinterm Sessel. Sie ist um den Tisch gelaufen, vor uns weg. Also ja, Runde für Runde, im Flur, überall. Es war halt permanent Unruhe. Ja, ja, okay. Also sobald wir haben so dann noch ein paar Nächte halt oben geschlafen, um sie ja dann auch rauszulassen. Ja. Und sobald die Decke nur beknistert hat. Rein und raus. Das ging zum Anfang? Ja. Ja, ja, mit Futter reinlocken. Nach ein, zwei Tagen hat das geklappt. Ja, und dann irgendwann wollte sie gar nicht mehr rein. Okay. Warum? Warum auch immer. Ja. So, wie kann ich mir vorstellen, habt ihr euch dann Hilfe geholt? Oder wann habt ihr gemerkt, alter Falter, irgendwie... Wir haben uns eigentlich recht schnell Hilfe geholt. Ich glaube mal 3-4 Wochen haben wir gesagt, die ist jetzt angekommen oder sollte so langsam ankommen. Dann haben wir die Erste Hilfe geholt. Das hat aber einfach nicht gepasst. Dann haben wir uns irgendwann nochmal jemanden geholt. Da kam leider keine Rückmeldung irgendwann mehr. Der war hier zum Gespräch und dann sagte er, er ist auf solche Hunde spezialisiert und so. Und dann haben wir uns dann nach einer Woche auch entschieden, mit ihm weiterarbeiten zu wollen. Hat sich nicht mehr gemeldet, keine Antwort, gar nichts. Also genau. War schon, da haben wir immer gedacht, ey. Da war aber auch dann echt so ein Moment, wo wir beide gesagt haben, wir können nicht mehr. Also, Kacke. Ja. Also es war ja dann auch ein Zustand, ihr habt ja nur nebenher gelebt dann so, ne? Ja. Also ja. Sie hat sich versteckt, sie hat ihr Ding gemacht und ihr habt irgendwie versucht, rein, raus, essen. Ja, ich meine, während der Zeit haben wir natürlich mit weiter so Kleinigkeiten, wie das sie aus der Hand nimmt. Irgendwann ging es dann mal generell normales Futter aus der Hand, dann in der Hocke, dann im Sitz, so ein bisschen schon allein aus dem Stand genommen wurde, war schon irgendwann ein Erfolg. Ich glaube, das ging aber auch erst so Juli, August, dass sie mal... Also da vergingen schon Monate. Genau. Ja, da waren schon Monate um. Ja. Was habt ihr noch probiert? Also gab es noch mehr Trainer dann? Oder? Eine Bekannte ist noch gekommen. Da haben wir eigentlich nur die Rückmeldung bekommen. Also generell, das Vertrauen muss aufgebaut werden. So. Okay. Dann seid ihr ja August, ne? Ja. Anfang, Mitte, weiß ich nicht mehr ganz genau. Ja, ist ja auch egal. Ja. Also auf jeden Fall, gute Frage. August habt ihr euch bei uns gemeldet. Warum wir? Also digital, weit weg? Digital, weil, wie du schon sagst, also diese flexible, weil, wie gesagt, viele Hobbys und einfach da so ein bisschen auch... Ja, auch bei dem einen Hundetrainer, ja, wenn man jetzt eine Frage hat, wenn wir den anrufen, ja, geht ja nicht einfach so. Das auch, ja. So, ja. Und das ist natürlich, wir brauchen nicht alle 2 Wochen mal eine Stunde Hilfe, wir brauchen permanent Hilfe. Ja. So, und deswegen war das halt eine super Sache, was ihr da anbietet. Und deswegen, dann hatten wir, glaube ich, bei Michael. Micha. Hatten wir das erste Gespräch so. Ja. Und dann. Ich habe aber schon seitdem jede Woche und jeden Tag Videos von dir gesehen bei YouTube. Auch gerade mit Finja, den Beispiel, auch mit der Leine und sowas. Das war ja damals dann auch recht aktuell noch. Ja, ja, genau. Also ja, sie kam ja im Dezember, aber dann so März, da war ja immer noch, wo wir noch viel mit ihr auch gearbeitet haben. Genau, wie fühlt sich denn das aber an, wenn man, also ihr seid im August gekommen, das sind ja dann 5 Monate. Also ihr habt ja 5 Monate für euch hier versucht, getan, gemacht. Wie geht's da? Also ich glaube, ich habe so viele Tränen vergossen. Also es war schon heftig. Und das Gute war, wir beide haben immer recht gut zusammengehalten, was das angeht. Weil immer, wenn der eine am Boden war, war der andere da, der gesagt hat, wir schaffen das. Ja. Das war immer ganz gut, weil ich glaube, sonst wäre es auch nicht so, wo wir jetzt sind. Ich glaube, sonst wäre sie vielleicht auch nicht mehr hier, weil wir gesagt hätten, es geht einfach nicht mehr. Mhm. Ja, ja, wir haben natürlich dann irgendwann versucht, einfach mal alleine in die Nähe, versuchen mal drüber. Mhm. Und ich glaube, dann war es bei Michelle, da hat sie das erste Mal so richtig die Zähne gezeigt und ist nach vorne gegangen. Ja, genau, das ist ja jetzt vielleicht auch für draußen wichtig. Was ist so das Problem, Angst und so? Ja, sie hat halt massiv gedroht und ist halt nach vorne gegangen. Genau. Ne? Und da hast du gesagt,
das geht gar nicht, so einen Hund will ich nicht. Ne? Das war die erste Reaktion. Ich habe schon auf dem Tierheim, ich habe schon die Seiten durchgeguckt. Ja. Und dann war ich dann so, der gesagt hat, nee, komm, wir schaffen das. Dann gab es andere Momente, wo ich dann dachte, ey, reicht. Das so, ja. Klappt doch alles nicht mehr, wie lange soll man noch warten? Wo du dann gesagt hast, komm, aber die macht doch schon das, die nimmt jetzt schon Fressen oder Hand aus dem Stehen. Und ja. Es ist halt auch schon so, wir haben immer gesagt, wenn wir mal weg wollen oder meine Schwiegereltern oder seine Eltern wohnen auch direkt hier auf der Straße, wir nehmen den Hund und da ging es halt schon los, wir hatten Urlaub gebucht, dann wollten wir ihn stornieren, weil den Hund kann man halt nicht mal irgendwo hingeben. Ich meine, wir hatten die tolle Unterstützung, sie sind dann hier hingekommen, aber es sind schon so Kleinigkeiten, wo man denkt, boah, ich kann ja nicht mal mehr. Das ist ja, wir können ihn ja auch nicht zu meiner Mutter bringen oder zu Schwiegereltern und sagen, dann lebt er halt da eine Woche im Garten. Man kriegt ihn ja ganz schnell hin. Ja, und dann vor allen Dingen, was passiert auch, wenn die Eltern einen Fehler machen? Ja. Ne, so, also jetzt Leine und jetzt sagt sie dann wieder, ne, du nicht. Mhm. Ja, ich kann das nachvollziehen. Also absolut. Jetzt seid ihr ja zu uns dann aber gekommen. Natürlich mit Hoffnung, klar. Ja. Ne, jetzt passiert richtig was. Ist denn was passiert zum Anfang? Also gab es, ist ja auch ein Auf und Ab, also das ist ja die Realität. Wie war das so zum Anfang bei uns? Also von Anfang an waren wir sehr begeistert. Also man muss sich halt darauf einlassen, ne? Das auch zu sagen so. Und ich sage mal, wir haben auch oft wenig zusammen gemacht und so war das montagsabends 20 Uhr Zoom-Call. Ja, das ein war für uns dann irgendwie. Ja, und man nimmt sich dann halt auch gemeinsam die Zeit und lässt sich drauf ein. Und man hat zusammen halt die Videos geguckt und jede Lektion, ich meine, die jetzt für uns vielleicht aktuell halt nicht so relevant ist. Ja, also wenn man ehrlich ist, ganz am Anfang haben wir dann die ersten Videos geguckt und ich sage, jo, das wird bei uns nicht klappen. Brauche ich gar nicht weiter gucken, das wird bei uns nicht klappen. Ja, und dann fängt das ja erstmal an, dann schickt man mal die ersten Videos. Also es lebt ja nachher davon eigentlich nur von dem Support, ne? Ja, genau. Also man muss das ja verstehen, natürlich haben wir einen digitalen Leitfaden. Aber da passt ja auch nicht jeder rein. Mm. Aber man hat uns ja an der Seite. Also wie du vorhin gesagt hast. So ja, man schickt dann die ersten Videos und man merkt halt auch direkt, dass ihr direkt versteht, gut, auf die Videos braucht man gar nicht eingehen. Hier ist komplett individuell. Ja. Ne? Ja. Und das hat ja dann von. Ja, das wäre für mich auch wichtig gewesen, so dieses, habt ihr euch bei uns auch schnell verstanden gefühlt? Ja. Weil du hast vorhin gesagt, so, es gibt auch im Umfeld viele, die so coole Ratschläge haben. Ja, ja. Die coole Tipps haben. Ich mag haben. Es nicht. Ja, weißt du, so fass doch mal an und so weiter und so fort. Was gab es da so für Ratschläge? Also was habt ihr so alles so von links und rechts bekommen? Ich meine, die Leute reden ja, ne? Ist jetzt schon so viele Monate da. Ja. Einfach die Leine drüber werfen. Fass sie doch an. Was soll passieren? Streichel doch einfach. Ignoriere eine Woche, dann kommt sie schon von selber an. Das war alles. Eine Woche. Alles. Später. Oder fütter mal zwei, drei Tage nicht, ein Hund verhungert nicht, der kommt schon irgendwann. So. Die Klassiker. Ja. So fast alles. Sag ich es mal. Ist ja auch nicht, als hätten wir es dann noch nicht versucht, weil man ja irgendwann so verzweifelt ist, dass man denkt, ja, vielleicht. Ja. Also. Was macht das aber mit einem, wenn ein Hund einen in die Augen guckt, Zähne zeigt, droht und nach vorne geht? Also wie fühlt denn sich das an? Weil viele können das ja nicht verstehen. Die kommen da so pauschal um die Ecke und sagen, guck mal, der arme Hund, den habt ihr gerettet, eine Woche, so, dann liebt er euch. Ja, ist aber nicht so. Wie fühlt denn sich das an, wenn man das sieht? Ich meine, du kennst meine Reflexe. Ich gehe dann erstmal oder renne 2 Meter zurück und denke mir, ach, um Gottes Willen. Weil wir aber auch beide mit solchen Hunden nie zu tun hatten. Also unsere Hunde waren immer super und ja, es ist halt nicht schön. Hat man Angst? Ja. Und warum? Ja, die ersten Male, wo sie das gemacht hat, denkt man wirklich, boah, ist das der richtige Hund? Haben wir da einen Fehler gemacht? Na klar. Ja, das ist, ja, so Gedanken, die man sich gemacht hat, aber umso mehr wir da jetzt reingegangen sind und vor allem heute hat ja wieder gezeigt, dass ein bisschen was möglich ist. Ja, auf jeden Fall. Was hat sich für so kleine Erfolge vielleicht eingestellt in der Zusammenarbeit? Also wir sind ja jetzt November, also kann man jetzt so sagen, ne, so 3-4 Monate ungefähr arbeiten wir jetzt zusammen. Was hat sich erstmal so für euch verbessert? Also wir sehen auf jeden Fall die kleineren Dinge ein bisschen mehr. Wir reflektieren auch mehr, wo wir dann sagen, es hat sich ja gar nichts getan, doch es hat sich vieles getan, aber es sind halt kleine Sachen. Ja, wir haben auf jeden Fall einmal die Terrassentür zu. Also das muss ich mal das sagen. Das ist natürlich auch schön. Das war der erste Zoom-Call, glaube ich, zusammen, den wir hatten, oder? Und wo, ich weiß gar nicht mehr, wie der Dialog war, oder hat gesagt, naja, die kommt halt nicht rein. Und ich dann, wie, die kommt nicht rein? Ja. Na, die kommt halt nicht rein, die Terrassentür steht offen. Okay, wie lange schon?
4 Monate? Ja, seit was? April. Also es war wirklich... Okay, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe, aber es war kurz so... Es war sehr witzig. Und wir beide haben noch gedacht, ja, der lacht noch. Und eine Woche später war diese Tür zu und dann wird das gar nicht sein. Ich glaube, im Zoom-Call hast du gesagt, das kann ja nicht sein, ich setze mich gleich ins Auto. Ja, ja, okay. Ja, ja, genau. Aber das war auch ganz witzig gestern, weil sie hat ja wirklich 3 oder 4 Wochen draußen gelebt. Also sie kam ja überhaupt nicht mehr rein. Regen, eiskalt, eingemummelt da hinten im Beet. Sie wollte von uns überhaupt nichts wissen. Und gestern war es ja den ganzen Tag am Regnen. Wir machen die Tür auf, sie hält den Kopf raus, verdreht die Augen, kommt rein und sagt, da gehe ich nicht raus. Kein Bock mehr auf Regen. Nee. Ja, kein Bock mehr also auf Regen. Schon, ja. Ja, es sind ja auch so Sachen, was ich auch bei Instagram von die Fotos. Ja, plötzlich liegt sie auf der Couch mit. Genau. Sie liegt beim Zoom-Call gucken, legt sich mit dazu. Sie bleibt, sie geht nicht ständig weg, wenn ihr kommt und so weiter. Also da hat sich ja schon viel getan für den Zeitraum, was vorher passiert ist, für das, was wir jetzt machen. Heute bin ich ja aber da, weil wir gesagt haben, okay, das Problem ist ja die Einschätzung der Aggression, Angst, also Angst, das drüber zu machen, was passiert, wenn. Und deswegen habe ich ja gesagt, pass auf, wir machen das so, ich komme vorbei und wir gehen den Weg. Also ich nenne das immer diesen psychologischen Weg, wo jetzt ignorieren, vertrauen, Futter, gib den Hund Zeit, wo das alles nicht funktioniert. Ich meine, hier vergehen 8 Monate. Und du hast immer noch, oder ihr habt immer noch stellenweise Angst. Sie zeigt immer noch Zähne blecken und abschnappen. Deswegen habe ich ja gesagt, wir müssen diese psychologische Barriere machen. Das bedeutet, mit einem verlängerten Arm arbeiten, das anfassen und vor allen Dingen die Leine drüber und in den Konflikt reingehen. Und da habe ich ja gesagt, okay, wir unterstützen, also wir helfen mit. Und damit ihr das vielleicht ein bisschen besser draußen versteht, war ja die Idee, Schritt 1, Einschätzung der Aggressivität. Was habt ihr da gesehen heute? Ich glaube, also ich habe auf jeden Fall gesehen, dass sie uns nichts Böses will. Ich glaube schon, oder das sehe ich, oder habe ich im Gefühl, so mein Bauchgefühl sagt das so von wegen, sie ist uns schon dankbar, aber sie muss vielleicht einfach noch aus sich rauskommen, aber dass sie uns so nichts tut. Also das ist meine Einschätzung. Ja. Ja. Ich bin ja raus, ne, in die Konfrontation. Also das muss man ja auch sagen, das ist ja auch blöd für so einen Hund. Da kommt ein Fremder ins eigene Territorium, stört jetzt komplett den Ablauf. Und selbst bei mir hat es ja nicht gemacht. So, ne? Und ja, das ist das, was mich gewundert hat. Ne? Du bist hier, wir beide sind hier, noch 1, 2 vom Team noch dabei. Und normalerweise ist sie dann ja halt ganz anders. Ne? Wenn wir alleine sind, steht sie da an der Couch und bettelt schon fast. Oder schuben, gib mal was zu essen. Wenn ein Besuch reinkommt, ist sie sofort weg. Und das hat mich gewundert, dass sie trotzdem... ja, verhältnismäßig ruhig geblieben ist bei allen Übungen, die wir heute durchgezogen haben. Ja, genau. Dann war der nächste Step ja, okay, der Handschuh. Also wir fassen an, der Handschuh, weil einfach die Gefahr ist, dass man halt gebissen wird, weil die Tendenz ja da war. Ne? Brummen, Knurren, Zähneblecken, Abschnappen und so weiter. Dann aus Sicherheitsgründen mit dem Handschuh. Auch das hat relativ schnell gut geklappt. Und dann war ja die große Herausforderung, die Leine drum machen. Ne? Auch das haben wir ja hingekriegt. Natürlich sah das zum Anfang nicht, obwohl der Anfang eigentlich cool war. Ja. Ne? Also es wurde ja erst so dieses Krokodil, sage ich immer, dieses wilde Tier, als wir ein bisschen in die Bewegung gegangen sind. Aber auch das, fand ich, hat sich recht schnell erholt. Und dann haben wir drinnen mit euch. Das war ja der wichtigste Schritt, dass ihr das machen könnt, nicht ich. Wie war das jetzt für euch? Also vielleicht nochmal jetzt so, ich hatte vorhin zu dir gesagt, so reflektieren nochmal rückwirkend. Wie ist euer Gefühl jetzt so für die Zukunft? Traut ihr euch das zu? Ist da so ein bisschen was... abgefallen, so, so ein bisschen, wie seht ihr das jetzt so? Auf jeden Fall, also wir müssen uns mehr trauen, wir müssen mehr aus uns rauskommen. Das ist schon bei dem Handschuh so gewesen. Ich habe immer gesagt, der Handschuh, das geht nicht, die hat Angst vor. Ja, ja. Man will das Problem dann immer so umgehen, aber das ist Schwachsinn, wir müssen einfach das Problem annehmen und sagen so. Auch vielleicht heute ein bisschen gelernt, erst sie ein bisschen auspowern, nenne ich es mal, ne? Ihr durch den Garten, in die Ecke versuchen zu treiben, hinher, und wenn sie dann irgendwann sagt, ich gehe jetzt in die Ecke und dann vielleicht erst mit der Leine oder anfassen, dass man einfach ein bisschen Vorarbeit macht, dass man es ein bisschen leichter hat. Genau. Das kann man auf jeden Fall gut mitnehmen, glaube ich, für die nächsten 1, 2, 3 Wochen, 4 Wochen. Auf jeden Fall. Also noch viel länger. Ich bin extrem positiv gestimmt. Ich habe ja auch, hatte ich auch von Anfang an schon gesagt, ich habe auch ein bisschen mehr erwartet. Ich habe auch gedacht, das zieht sich alles ein bisschen länger. Wir brauchen längere, kleinere Schritte und so weiter. Aber ich bin eigentlich sehr, sehr positiv gestimmt. Auch, dass wir zum Schluss das drinnen mit diesen Anleihen, Ableihen und so weiter nochmal so cool hingekriegt haben. Natürlich reicht es irgendwann. Also irgendwann ist halt Schluss. Da musst du sagen, okay, ey, wir haben das alles geschafft, was wir wollen.
Jetzt müsst ihr natürlich umsetzen. Also das ist dann immer so, ist alles schön und gut, ich komme, ich mache das, bringt ihr euch ja aber am Ende nichts. Deswegen war mir auch wichtig, dass ihr das nochmal macht. Was könnt ihr vielleicht so abschließend sagen, wenn es Menschen so geht wie euch? Daran festhalten, was man hat. Okay. Und daran arbeiten. Cool. Ja, nicht zu früh aufgeben, ne? Ja. Ja. Würdet ihr uns auch weiterempfehlen? Also auf jeden Fall. Konzept und so weiter? Definitiv. Ja. Ja. Cool. Also ich habe vielen das schon erzählt so oder darüber gesprochen und alles ja wie online, die können sich das alle gar nicht vorstellen. Und wie läuft das denn? Und ja. So hier und da und dann erklärt man das so ein bisschen und nennt auch die Vorteile, wie eben gesagt, dass man quasi eine ständige Betreuung hat und dann denken viele, ja okay, macht schon Sinn. Ne? Ja, ja. Also gerade bei Extremfällen, egal in welcher Art, ist das halt wichtig, ne? Mache ich das jetzt richtig? Dann, oder mache ich das falsch? Dann richtig. Mache ich eine Woche lang falsch, bis der Trainer nochmal kommt. Absolut. Also, ja, scheiße, dann war die Woche für die wieder Katz. Für die Katz, ja. Naja, und vor allen Dingen kriegst du ja viele Situationen an dem Termin jetzt auch nicht umgesetzt. Ja. Also das heißt, heute klappt vielleicht gar nichts, weil Regen, Stress oder was auch immer. Und wie läuft es denn dann weiter? Ja, Termin in 3 Wochen. Ja. Und deswegen sage ich mal, gerade bei euch noch deutlicher, wie wichtig dieser direkte, individuelle Kontakt halt immer ist. Ne? Ja. Das sind, manchmal sind es ja nur Gespräche. Ne? Es gab einen Rückschlag, die hat die geknurrt, scheiße, ich kann nicht mehr alles. Dass dann einer sagt, ja komm, entspann dich mal, also kein Stress jetzt hier. Wir haben die Terrassentür zugekriegt. Also, das war immer das Wichtigste, dass es nachts hier nicht... Und was wir auch immer sagen ist, wir machen ja die Videos von uns selber, um sie reinzuschicken und gucken die dann natürlich auch nochmal selber und dann denken wir schon, ah ja, da hätte ich eigentlich... Ja, das ist so wichtig, ja. Sieht man dann schon selber. Genau. Jetzt ist auch Besuch da. Ich habe es gerade klingeln hören. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Ich bin, das habe ich euch öfter schon gesagt, das sage ich euch auch jetzt nochmal, das habe ich auch in Instagram geschrieben, ich bin übelst stolz auf euch, weil ihr nicht aufhört. Ja, auch wenn das übelst schwer ist, auch wenn das... Das können Menschen nicht nachvollziehen, die das nicht miterleben. Ja. Und deswegen dumme Kommentare, coole Ratschläge, was die alle da draußen labern, ist vollkommen egal, macht weiter so. Und schön, dass ich da sein durfte. Vielen Dank für deine Hilfe. Macht's gut.